Surah 49 El Hujurat. Die Gemächer, offenbart zu Al Madina 18. Ayat. Im Namen Allahs des Al Abamas, des Barmherzigen. O ihr, die ihr glaubt, kommt nicht Allah und seinem Gesandten zuvor und fürchtet Allah. Wahrlich, Allah ist allhörend, allwissend. O ihr, die ihr glaubt, erhebt nicht eure Stimmen über die Stimme des Propheten, und redet nicht so laut zu ihm, wie ihr zueinander redet, so dass eure Werke hinfällig werden, ohne dass ihr es merkt. Wahrlich, diejenigen, die ihre Stimme dämpfen in der Gegenwart des Gesandten Allahs, sind es, deren Herzen Allah auf die Gottesfurcht geprüft hat. Für sie ist Vergebung und ein gewaltiger Lohn bereitet. Wahrlich, jene, die dich von außerhalb der Gemächer herrufen, die meisten von ihnen haben keinen Verstand. Und wenn sie sich geduldet hätten, bis du zu ihnen herausgekommen wärst, so wäre es besser für sie gewesen. Doch Allah, ist allvergebend barmherzig. O ihr, die ihr glaubt, wenn ein Frevler euch eine Kunde bringt, so vergewissert euch dessen, damit ihr nicht anderen Leuten in Unwissenheit ein Unrecht zufügt und hernach bereuen müsst, was ihr getan habt, und wisst, dass der Gesandte Allahs unter euch ist. Wenn er euch in vielen Angelegenheiten gehorchte, würdet ihr wahrlich in Bedrängnis kommen. Jedoch Allah hat euch den Glauben lieb gemacht und sehr begehrenswert für eure Herzen. Und er hat euch Unglauben, Widersetzlichkeit und Ungehorsam verabscheuenswert gemacht. Das sind diejenigen, die besonnen handeln, durch die Huld und die Gnade Allahs. Und Allah ist allwissend, allweise. Und wenn zwei Parteien der Gläubigen einander bekämpfen, dann stiftet Frieden zwischen ihnen. Wenn jedoch eine von ihnen sich gegen die andere vergeht, so bekämpft diejenige, die im Unrecht ist, bis sie sich Allahs Befehl fügt. Fügt sie sich, so stiftet in Gerechtigkeit Frieden zwischen ihnen und seid gerecht. Wahrlich, Allah liebt die Gerechten. Die Gläubigen sind ja Brüder, so stiftet Frieden zwischen euren Brüdern und fürchtet Allah, auf dass euch Barmherzigkeit erwiesen werde. O ihr, die ihr glaubt, lasst nicht eine Schar über die anderen spotten, vielleicht ist diese besser als jene, noch lasst Frauen über andere Frauen spotten. Vielleicht sind diese besser als jene. Und verleumdet einander nicht und gebt einander keine Schimpfnamen. Schlimm ist die Bezeichnung der Sündhaftigkeit, nachdem man den Glauben angenommen hat. Und jene, die nicht umkehren, das sind die Ungerechten. O ihr, die ihr glaubt, vermeidet häufigen Argwohn, denn mancher Argwohn ist Sünde, und spioniert nicht und führt keine üble Nachrede übereinander. Würde wohl einer von euch gerne das Fleisch seines toten Bruders essen? Sicher würdet ihr es verabscheuen. So fürchtet Allah, wahrlich, Allah ist gnädig, barmherzig. O ihr Menschen, wir haben euch aus Mann und Frau erschaffen und euch zu Völkern und Stämmen gemacht, auf dass ihr einander erkennen möget. Wahrlich, vor Allah ist von euch der angesehenste, welcher der Gottesfürchtigste ist. Wahrlich, Allah ist allwissend, allkundig. Die Wüsten-Araber sagen, wir glauben, sprich, ihr glaubt nicht, sagt vielmehr, wir haben den Islam angenommen, und der Glaube ist noch nicht in eure Herzen eingedrungen. Wenn ihr aber Allah und seinen Gesandten gehorcht, so wird er euch nichts von euren Werken verringern. Wahrlich, Allah ist allvergebend barmherzig. Die Gläubigen sind nur jene, die an Allah und seinen Gesandten glauben, und dann nicht am Glauben zweifeln und sich mit ihrem Vermögen und ihrem eigenen Leben für Allahs Sache einsetzen. Das sind die Wahrhaftigen. Sprich, wollt ihr Allah über eure Religion belehren, wo Allah doch alles kennt, was in den Himmeln und was auf Erden ist. Und Allah alle Dinge weiß. Sie halten es dir als eine Gnade vor, dass sie den Islam angenommen haben. Sprich, haltet mir eure Annahme des Islam nicht als eine Gnade vor, vielmehr hält Allah euch seine Gnade vor, indem er euch zum Glauben recht geleitet hat, wenn ihr wahrhaftig seid. Wahrlich, Allah kennt das Verborgene, der Himmel und der Erde. Und Allah sieht alles, was ihr tut.